Dieses Video wird gesponsert von Raid. Shadow Legends hat Millionen von Gamern und einen Haufen an harten Bossen. Und ab jetzt wurde eine vollständig neue, spielbare Fraktion eingeführt. Mach dich bereit für dein neues Lieblingsgame. Die Bannerlords sind im Grunde mittelalterliche Ritter mit einem riesen Königreich im Westen von Tellaria. Sie sind arrogant und kriegerisch und glauben, auf der Seite des Guten zu stehen. Aber die Orks, Origins, Skinwalker und Echsenmenschen würden dem nicht zustimmen. Das Land der Bannerlords wurde den Nichtmenschen mit Gewalt genommen und mit Hilfe des Heiligen Ordens durch Jahrhunderte des Verfolgen bewahrt. Jetzt, da die Bannerlords durch die Kriege ihres Königs geschwächt sind, könnte die Zeit nah sein, dass diese Rasse ein uraltes Unrecht korrigieren, mit welchen Mitteln auch immer. Auch ich habe das Game ausprobiert und muss euch direkt sagen, dass Mask 4 Monger mein Lieblingscharakter ist. Und diesen Monat veröffentlicht Raid eine wahnsinnige Menge neuer Inhalte und neuer Dinge, die zu tun sind. Zunächst veröffentlichen sie 11 erstaunliche neue Champions, 200 brandneue Missionen mit einem exklusiven legendären Champion als Belohnung und eine Menge mehr. Wie immer wird Raid von Monat zu Monat größer und besser. Und es war noch nie einfacher loszulegen. Also gönnt euch das Spiel. You already know what it is. Shout out to Hamburg, Germany, my boy Ben Bugatty. Represent that made man for life. Compton Menace, represent that money hogs. Ich wurde in den letzten Tagen oft gefragt, warum ich den Namen Ben Bugatti habe. Und darauf antwortete ich immer, weil du einen Typen wie mich selten auf der Straße siehst, genau wie ein Bugatti. Tschüss. Flex, flex. Aber Spaß beiseite. Viele Rapper haben Namen, dessen Bedeutung der ein oder andere sicher nicht weiß. Und deswegen das Video heute. Wir fangen an mit einem Namen, der mich am meisten verblüfft hat. Und zwar Waka Flocka Flame. Denn sein Name hat er nicht aus einem Gangsterfilm oder sowas. Nein, der Name stammt aus der Muppet Show. Dort gab es einen Charakter, der immer Waka Waka gesagt hat. Waka Waka! Waka Waka! Und als Kind war das Flackers Lieblingscharakter. Ich glaube nicht, dass die Muppet Show jemals gedacht hätte, dass sie mal Waka Waka auf einen Hip-Hop-Beat hören werden. Jay-Z bekam seinen Namen schon als er jung war. Alle nannten ihn Jazzy. Später ändert er seinen Namen dann zu Jay-Z, um seinen Mentor Jazz-O zu würdigen. Eminem heißt gebürtig Marshall Mathers. Wenn man die beiden Anfangsbuchstaben alleine stehen lässt, ergibt das M&M, auf Englisch M&M. Wenn man das dann im Slang schnell ausspricht, ergibt es Eminem. Snoop Dogg hat aufgrund seines Aussehens schon früh den Namen Snoopy von seiner Mutter bekommen. Später setzte ein Doggy Dog dran und die Legende wurde geboren. 50 Cent hat den Namen von einem Dealer aus Brooklyn namens Calvin 50 Cent Darnell Martin adoptiert. 50 hat mal gesagt, dass er die gleiche Mentalität wie der echte 50 Cent hat. Auch Rick Ross hat seinen Namen von einem Drogendealer namens Freeway Rick Ross. Und auch den Namen Freeway hat ein anderer Rapper genutzt. Als der echte Rick Ross dann aus dem Knast kam, hat er versucht Rick Ross zu verklagen, aber verlor den Prozess. Gucci Mane hat seinen Namen nicht aufgrund der Marke Gucci, wie viele vielleicht denken. Seiner Aussage nach zufolge hat ihm seine Großmutter den Namen gegeben, die keine Ahnung von Markenkleidung hat. Future bekam seinen Namen von seinem Kumpel G-Rock, der immer zu ihm gesagt hat, You are the future, du bist die Zukunft. Okay, jetzt wird's ein bisschen lustig. Der Name Nicki Minaj setzt sich zusammen aus den Namen Onika, also Nicki, und Minaj von dem französischen Ménage à trois, oder wie man das ausspricht. Als ich da Minaj gegoogelt habe, kam eiskalt Haushalt oder Saubermachen raus. Also Nicki Haushalt. Googelt selber, wenn ihr mir nicht glaubt, Mann. Ice Cube bekam den Namen von seinem Bruder, der ihn immer geärgert hat. Und wenn Ice Cube dann auf cool getan hat, nannte ihn sein Bruder Ice Cube, also Eiswürfel. Tupac wurde eigentlich mit einem anderen Namen geboren. Doch seine Eltern gaben ihm 1972 einen neuen Namen, Tupac Amaru. Das war der Name von einem kolumbianischen Revolutionär. Auch Meek Mill hat den Namen von einem Rapper aus der Gegend genommen. Die Inspiration nahm sich Meek Mill von dem Namen Meek Millions. Nach einer kleinen Abkürzung des Namens war der Meek Mill geboren. Biggie hat aufgrund seines Körpergewichtes seinen Namen schon als Kind bekommen. Aus Big wurde Biggie. Und aus der Filmkomödie Drehen wir noch ein Ding, wo sein Lieblingscharakter Biggie Smalls heißt, kam dann das Smalls. Um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, ändert er dann zum ersten Release seinen Namen zu Notorious B.I.G. Birdman nennt man einen großen Kokainschmuggler. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Bow Wow bekam seinen Namen 1993 von Snoop Dogg. Erst wollte Snoop ihn Lil Snoop Dogg nennen, weil Bow Wow in seinen jungen Jahren alle Texte von Snoop Dogg auswendig konnte.
Busta Rhymes hat seinen Namen von Chuck D bekommen, denn zu der Zeit gab es einen Footballspieler, der George Busta Rhymes hieß. P. Diddy oder Puff Daddy bekam seinen Namen von seinen Freunden, weil er sich immer aufgeregt hat. Puffing heißt aufbrausend oder zischend. Zu dem Puff hing er dann noch das Daddy ran. Aus dem Name wurde dann irgendwann der Spitzname P. Diddy, den er dann übernommen hat. Fat Joe bekam seinen Namen, weil... Lassen wir das mal lieber. Method Man hat genauso wie alle anderen Wu-Tang-Mitglieder seinen Namen aus dem Film The Fearless Young Boxer. Ich glaube, den Film gibt es nicht auf Deutsch und ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Muss ich auf jeden Fall nachholen. YG ist die einfache Abkürzung für Young Gangster. Und ja, das waren die Erklärungen für ein paar Rappernamen. Kanntet ihr alle Namen? Gibt es einen Namen, der eigentlich mit auf die Liste muss? Dann schreibt es mir in den Kommentaren. Gerdi.